Tief in die Lektüre versunken, beugt sich ein Gelehrter über den Koran. In seinem leuchtend gelben Seidengewand ist er eine besonders edle Erscheinung im vergleichsweise schlichten Studierzimmer. Die Fliesen bröckeln von der Wand. Vom Teppich ist nur noch ein Fragment erhalten. Die Fensterläden haben die reiche Bemalung verloren. Das Papier der Bücher vergilbt. All dies scheint für den Gelehrten nachrangig. Seine Aufmerksamkeit gilt alleine dem Studium. In der Hauptrolle der Szene der Künstler selbst. Osman Hamdi Bey, einer der bedeutendsten türkischen Maler des späten 19. Jahrhunderts. Die kunsthistorische Strömung des Orientalismus beschäftigt sich, wie es der Name schon sagt, mit Szenen und Themen aus dem sogenannten Orient, dem nahen Mittleren Osten. Künstler haben vor allem ab dem 19. Jahrhundert, teilweise sogar schon etwas früher, Reisen unternommen in diese Länder im Zuge der Kolonisierungsbestrebungen der europäischen Großmächte, vor allem Großbritannien und Frankreich. Es gibt klischeehafte Fantasievorstellungen, die man aus literarischen Quellen schöpfte, zum Beispiel diese berühmten Haremszenen. Osman Hamdi Bey wird 1842 als erster Sohn des späteren Großveziers Ibrahim Edim Pascha in Istanbul geboren. Mit 18 Jahren geht er für ein Jusstudium nach Paris. Doch bald wendet er sich der Malerei zu. Osman Hamdi Bey lernt bei Jean-Léon Gérôme und Louis Boulanger. 1867 werden drei seiner Gemälde auf der Pariser Weltausstellung gezeigt und mit Medaillen ausgezeichnet. Im Folgejahr kehrt Hamdi Bey nach Istanbul zurück und widmet sich der Kulturpolitik. Osman Hamdi Bey nimmt als Türke natürlich eine ganz besondere Stellung in dieser Strömung des Orientalismus ein. Er studierte als junger Mann mehrere Jahre in Paris, bezeichnenderweise bei berühmten Malern, die sich auch mit orientalischen Szenen beschäftigt haben, wie etwa Jean-Léon Gérôme. Osman Hamdi Bey lernt in Paris vor allem die Technik der Ölmalerei und in dieser Technik stellte er dann auch zurückgekehrt in die Türkei und in die osmanischen Länder Szenen aus dem sogenannten Orient selbst dar. Die waren aber anders gewählt als von den Franzosen, Briten und auch Österreichern. Es geht ihm sehr viel auch um eine würdevollere Darstellung der Menschen, die er hier zeigt. Osman Hamdi Bey war als leitender Beamter des Kulturwesens und vor allem des Denkmalschutzes auch selbst verantwortlich für diese Motive und für die alte osmanische Kultur, die er hier darstellte. Und das macht einen großen Unterschied aus. Osman Hamdi Bey vereint sehr viele Rollen in seiner Person. So nach 12 Jahren Paris kehrt er zurück in das Osmanische Reich und wird dann auch nach Bagdad geschickt. Auf der Reise nach Bagdad notiert er sehr viel und zeichnet auch viele Menschen, die ihm auf dem Weg begegnen. Und in den Zeichnungen vor allem sieht man, dass er eine relativ starke Außenposition eigentlich hat, einen Außenblick auf diese Menschen, mit denen er sich ja eigentlich geografisch identifizieren könnte. Aber auch gleichzeitig im Prozess ist sehr interessant zu sehen, dass er nicht nur versucht, ein verständliches und zugängliches Bild für die moderne Welt zu hinterlassen über das osmanische Erbe, sondern auch, dass er selbst auch versucht zu verstehen, was es überhaupt ist. Er ist in der Rolle des kulturellen Übersetzers des Osmanischen Reiches, des osmanischen Kulturerbes sozusagen, für ein westliches Publikum, für die moderne Welt. Ja, also Hamdi Bey hat vor allem ausgestellt in den großen internationalen Ausstellungen in Europa. Das Bild des Belvedere wurde angekauft 1902 vom Pariser Salon, also der großen internationalen Ausstellung, die jedes Jahr in Paris stattfand. Als Kommissär vertritt er 1873 das Osmanische Reich auf der Wiener Weltausstellung. Er wird Gründungsdirektor des ersten staatlichen Antikenmuseums und der ersten staatlichen Kunstakademie. Daneben arbeitet er weiterhin als Künstler. Doch die Malerei Osman Hamdi Beys ist in der Türkei lange Zeit nicht unbestritten. Für die Vertreter des Modernismus scheint seine Kunst zurückwärtsgewandt, während die Traditionalisten seinen westlichen Malstil ablehnen. Heute gilt er als der bedeutendste türkische Künstler des 19. Jahrhunderts. In unserer Ausstellung Kunst von Welt war es mir sehr wichtig, auch zu zeigen, diese interkulturellen Beziehungen, die zwischen
Wien und Europa einerseits und den Ländern des sogenannten Orients schon im 19. Jahrhundert bestanden sind. Die Welt war damals schon eine globalisierte und die Weltausstellungen, die in diesem Zeitraum entstanden, die dokumentieren das ja ganz hervorragend.